Was ist das? Was ist das? Ne! So, und damit herzlich willkommen zu einer ganz neuen Folge von Minecraft Schmutz. Mit mir, dem Blöckrummer. Vielen Dank fürs Einschalten. Ja, heute geht unsere Bölemie-Parade nun in die dritte Runde mittlerweile. Das ist nämlich das Projekt, wo wir mit den schlechtesten Minecraft-Mods spielen. Ja, und das ist mittlerweile so unterirdisch. Ich glaube sogar, dass dieses Projekt noch nicht mehr auf RTL 2 laufen würde. Maximal auf RTL 5. Oder 7. Ich weiß es nicht. Die letzte Folge war ziemlich abgefahren. Wir sind nämlich auf Meister Popper gestoßen. Das war nämlich so ein dickerer Typ mit Glatze. So ein Deo-Roller, wenn ihr versteht, was ich meine. Und wir haben fliegende Pferde gesehen. Aus der My Little Pony Mod. Das ist so bescheuert. Warum? Das macht so einen Spaß. Ja, und hier geht es munter weiter. Hab hier sogar schon mal unter Vorbehalt hier schon mal ein Grab gebaut, weil dieses Projekt wird mich garantiert, wenn es so weitergeht, auf jeden Fall ins Grab bringen. Und demnach, ja, habe ich hier schon mal ein bisschen was vorbereitet, ne? So, lange Rede, gar keinen Sinn. Heute ist eine ganz besondere Folge, denn wir werden heute auch die Modliste begutachten, damit wir auch mal feststellen können, mit welchen Mods wir uns hier eigentlich auseinandersetzen. Also, wie gesagt, dazu kommen wir aber gleich. Ich möchte aber erstmal hier den Tag ein bisschen ausnutzen. Des Weiteren haben wir, wie gehabt, unsere Challenge, dass wir Vanilla-Mobs mit den eigenen Drops abwerfen müssen. Es macht tierisch Spaß. Das heißt, wir haben auch in der letzten Folge einen Zombie mit einem rotten Flash abgeworfen. Und ja, wenn wir demnach alle Mobs damit getroffen haben, dann ist dieses Projekt quasi vorbei. Ich habe ein bisschen was rausgefunden, und zwar können wir mit diesem Modpack, welches ich ja hier zusammengestellt habe, was richtig Lustiges anstellen. Und das möchte ich euch natürlich direkt zu Beginn mal zeigen. Ich werde hier ein paar Sticks bauen und wir können mit einer Mod, die wir dabei haben, Erdtools bauen. Also Werkzeuge aus Erde. Warum auch immer. Hier zum Beispiel eine Erdschaufel mit 51 Attack Damage. Was zur Hölle? Das ist natürlich, das nehme ich mal mit. Ist natürlich alles viel zu overpowered, also demnach richtig, richtig schlecht. Aber wie gesagt, es gehört dazu. Schlechteste Minecraft-Mods, hallo. So, okay. Ja, also es ist ein bisschen merkwürdig, dass wir mit einer Erdschaufel Erde abbauen. Also das ist ein bisschen komisch irgendwie. Aber gut, was soll's. Das heißt, wir werden ein bisschen Erde farmen und dann werden wir uns eine komplette Erdmontur hier zusammenstellen, weil ihr seht es bereits, man kann auch richtig schnell mit diesem Erdkram hier bauen und beziehungsweise abbauen vor allen Dingen. Also das ist natürlich, wie gesagt, phänomenal. Ja, es tut mir auch wieder leid, dass diese Folge ein bisschen später rauskommt als geplant. Eigentlich könnte dieses Projekt schon fast von der Deutschen Bahn gesponsert werden, weil ich meine, ganz ehrlich, bei den Verspätungen, das ist ja schon das zweite Mal in Folge. Es tut mir echt leid, ich habe aktuell ein paar rechtliche Schwierigkeiten. So, okay, lange Rede, gar keinen Sinn. Dann werde ich erstmal hier, mal gucken, dann probieren wir erstmal hier eine Erdaxt baue ich mal hier mit 53 Attack Damage, geil. Okay, 51, 53, okay, dann brauchen wir noch, was fehlt jetzt noch? Ein Schwert fehlt noch. So, mal gucken, zack, zarab, da hätten wir ein Schwert mit 54 Attack Damage, geil. Und wir brauchen noch eine Spitzhacke, die hätte ich jetzt fast vergessen, zack. Und die macht 2,1 Attack Damage. Was? Das fällt ja voll aus dem Rahmen. Marke Kick oder was ist da los? Das ist ein bisschen merkwürdig. Egal. Okay, gut. Und dann wollte ich mal ausprobieren. Ich glaube, man kann sogar eine eigene Erdrüstung zusammenbauen. Das können wir mal direkt mal ausprobieren. Ach, Tatsache. Hier, ein Dirt Chest Blade haben wir hier. Eine braune Hose. Gut, dann fällt es nicht mehr auf, wenn ich mir vor Schreck irgendwie die Hose mache. Gut, das habe ich jetzt nicht gesagt. So. Oh Gott. So, okay, und dann natürlich hier noch ein Hütchen und ein paar Schüchchen. So, ach du Schande, es ist wieder so unterirdisch. Und schon sind wir quasi Erdman, Dirtman, keine Ahnung, der neue Superheld mit kompletter Erdmontur. Okay, wie gesagt, ich möchte noch ganz kurz diese Helligkeit ausnutzen. Ja, noch ist es, ich meine, wir haben ja Sommertemperaturen, das heißt, vielleicht bleibt es hier auch in Minecraft ein bisschen heller. Ich weiß es nicht. Einige haben im Übrigen viel, viel Dank für die ganze Unterstützung und für die ganzen Kommentare. Ich habe wieder sehr viel lachen müssen. Hat man ganz kurz hier bei dem See geguckt. Hier sind leider keine Tintenfische. Schade, die müssen wir nämlich auch noch abhaken. Genau, Kommentare. Achso, einer hat gemeint gehabt oder mehrere, dass ich viel zu schnell reden würde. Ja, das kann eventuell sogar sein. Hier ist wieder irgendein Zombie, ein Skelett, welches wieder 5000 Pfeile auf einmal schießt. Ich weiß nicht, ob ihr das gehört habt, das ist irgendwie ein bisschen merkwürdig. Ja, ich rede viel zu schnell, haben einige gemeint. Gut, vielleicht liegt es auch daran, dass vielleicht ein paar zu langsam hören. Das soll auch manchmal vorkommen. Da haben wir auf jeden Fall einen Fake-Villager oder einen Enderman-Villager, ich weiß es auch nicht. Hier haben wir auf jeden Fall Tintenfische. Das ist natürlich jetzt Jackpot. Wir haben auf jeden Fall jetzt hier die Möglichkeit, die Tintenfische abzuhaken. Das würde ich direkt mal tun. Und da wir so viele Viecher rumlaufen haben, hier unter anderem diese komischen Villager, werde ich mal ganz kurz einen Apfel in mich reinstopfen. So, Tintenfische haben wir dabei. Insekts, Entschuldigung, werde ich natürlich jetzt versuchen, auf diese Tintenfische hier zu
bewerfen. Das hat jetzt funktioniert, hat man vielleicht gesehen gehabt. Das heißt, demnach dürfen wir, das werde ich dann im nächsten Part natürlich auf der Grafik natürlich machen, da werde ich dann für den nächsten Part den Tintenfisch quasi durchstreichen. Ah, es läuft. Ich freue mich richtig. Ich hoffe natürlich auch, dass es euch gut geht. Ich bin richtig gut gelaunt, auch wenn ich, wie gesagt, aktuell ein paar Probleme habe. Und ja, es macht, wie gesagt, trotzdem tierisch Laune irgendwie. So, haben wir eben gerade irgendeinen... Was droppst du eigentlich? Moment mal, droppt dieser komische Villager. Im Übrigen, diese Kühe, ich feiere diese ja noch immer. Das ist so bekloppt, ganz ehrlich. Die machen immerhin Sport. Ich habe nur das Gefühl, dass die irgendwann abheben, dass diese Kühe nicht hier wild durch die Gegend fliegen. Das wundert mich. So, den Villager würde ich mal gern besiegen. Denn dieser droppt eventuell eine... Huch! Habt ihr das, den Knockback gesehen? Der könnte eventuell eine Enderperle droppen. Wäre natürlich interessant, gerade wenn wir auf Enderman-Jagd gehen, dann hätten wir wenigstens schon mal die Enderperle, ne? Ich bin doch gerade ein bisschen verwirrt hier. Gerade fliegt hier wieder so eine... Ich weiß schon, seit 5 Minuten fliegt die ganze Zeit hier so eine Art Fliege um meinen Kopf rum. Und wehe von euch, jemand schreibt wieder, wieso nur eine? Fliegen ja meistens dahin, wo es stinkt. Da müssten ja bei dir tausende Fliegen rumfliegen. Also ganz ehrlich, das ist... Also wehe. So. Ich glaube, ich müsste das Wort Fliegen auf die Blacklist setzen. Egal. So, hier haben wir auf jeden Fall... Das ist... Was ist das? Ist das ein Vanillaschwein? Ich glaube nicht. Ich glaube fast nicht. Also wie gesagt, die Modliste werden wir uns noch anschauen. Also das wird richtig bescheuert heute. So. Oh Gott. Egal, jetzt haben wir schon mal Porkchop. Das heißt, falls wir irgendwann... Oder hier Beef. Falls wir eine Kuh treffen sollten oder ein Schwein, dann können wir diesen... Können wir die zumindest bewerfen. Ich würde vorschlagen, wir werden jetzt mal ganz kurz in eine Höhle abtauchen. Das wäre auf jeden Fall mal ein Vorschlag meinerseits. Ja, ich mache auch mal einen konstruktiven Vorschlag. So, ich möchte nur mal ganz kurz ein bisschen Holz farmen, denn wir brauchen natürlich auch gleich ein paar Fackeln. Denn da können wir eventuell auf Creeper stoßen oder auf andere Vanilla-Wesen, die wir auch noch abhaken müssen. Vielleicht gehen wir sogar eher... Ich weiß nicht, ist das hier eine Höhle? Das ist, sieht so aus wie eine Höhle. Warte mal ganz kurz, ich werde mal kurz ganz kurz reinluschern. Aber ich habe das Gefühl, dass es eher... Ach doch, ist eine Größe. Was bist du denn? Was ist das? Das ist einfach so ein blauer Fleck auf so einem Stein. Hä? Oder hat da ein Vogel hingemacht? Ich weiß es nicht. So, gerade mal hier, die Spitze, dann werde ich mal ganz kurz hier... Kann ich das damit... Kann ich das... Nee, ich kann das nicht damit abbauen. Das ist... Ernsthaft? Was? Was war das denn für eine Trollspitzhacke? Ah, ich bin viel zu nah am Mikrofon. Tut mir leid, tut mir leid. Moment. Warum? Was zum Teufel? Okay, wir gehen erstmal ein bisschen weiter. Da ist ein... Nee, das ist kein Creeper, das ist einfach nur ein Blümchen. Ich gucke gerade mal ganz kurz hier um die Ecken. Da ich jetzt ein bisschen Holz gefarmt habe, werde ich mal ganz kurz hier ein paar Fackeln, wollte ich ursprünglich damit bauen, aber da muss ich halt auch eine Spitzhacke bauen. Das ist natürlich jetzt besonders nervig. Folgendes werde ich jetzt tun. Jetzt kommt mal wieder MacGyver. Erstmal werden wir hier ganz kurz eine Erdspitzhacke bauen. So. Zack, zarab. Dann brauche ich nämlich auch einen Cobblestone. So. Huch. Das ist ein Durchbruch. So. Damit würde ich auf jeden Fall mal zum Arzt gehen. Dann mal ganz kurz eine Steinspitzhacke zusammengebaut. Zack, zarab. Könnten wir nicht eigentlich auch aus Leaf irgendwas zusammenbauen? Warte mal. Es gibt doch hier diese... Wir haben, wie gesagt, auch so eine Mo-Pickaxe-Mod. Nee, das geht nicht. Warte mal. Haben wir noch irgendwelche Elemente? Nö. Maximal Holz, aber das ist ja nichts Besonderes. Egal. So, das heißt, wir werden jetzt ganz kurz mal nach Kohle suchen, damit wir nämlich mehr sehen können, bevor ich hier irgendwas abbaue. Das sei nämlich hier ganz kurz getan, weil das wäre echt blöd, wenn wir hier die ganze Zeit im Dusteren rumlaufen. Obwohl, vielleicht kriegt man dann nicht so schnell Augenkrebs bei diesem Projekt. So, ganz kurz hier abgebaut. So, zack, zack, ab. Und vielleicht, ich weiß nicht, vielleicht bin ich hier eigentlich auf dem Peaceful. Ne, ich bin auf Easy. Sehr gut. So, das sind wieder Fake Diamonds im Übrigen. Moment, das wollte ich sowieso mal ausprobieren. Ich werde mal ganz kurz hier. Scheiße, ich kann die nicht abbauen. Ich brauche dafür Eisen. Mist. Okay, gut. Warte, was sollte ich jetzt machen? Erstmal ein paar Fackeln. Zack, so, direkt mal hier 8 Stück. Müssten jetzt erstmal für den ersten Moment reichen. Da sind die Crafting Table, nehme ich mal mit. Und dann gucken wir mal, was wir hier noch für Erze haben. Vielleicht treffen wir jetzt, wie gesagt, auf ein paar Creeper oder sowas. Das wäre schon ziemlich. Ach, guck mal. Ah, was seid ihr denn für welche? Hä? Die haben Beine. Erze auf Beinen. Aber die droppen zumindest ihr. Kann ich den jetzt nochmal hier platzieren? Ach was. Warum? Warum? Warum das Ganze? Ich verstehe es nicht. Und da ist schon wieder irgendwas explodiert. So, droppst du wenigstens. Du droppst eine Enderperle. Perfekt. Super. So, wenn wir jetzt auf einen... Ach guck mal, die sind scheinbar friedlich, oder? Die sind halt nur nervig. Ach, ist das lustig. Ach, ist das cool. Ja, wir müssen das auch wieder neues Erz. Ja, wir müssen echt mal gucken. Wir hatten jetzt auch schon einige Erze gesehen gehabt. Ich weiß nicht, vielleicht... Ich habe halt ein bisschen Angst, gerade nachts. Das sieht auch cool aus, das Erz. Aber ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, dass wir nicht alles hier abbauen können. Und kleine... Ich habe jetzt ziemlich viele Äpfel in mich reingestopft. Bitte nicht wundern. Das können wir alles nicht abbauen. Dann werde ich erstmal das Eisen hier mitnehmen. Damit können wir sicherlich mehr anfangen. Bitte nicht wundern, wenn ich jetzt hier zu viele goldene Äpfel zu mir genommen habe. Da wird sich der eine oder andere sicherlich erneut wieder an den Kopf packen. Das Problem ist... Alter. Ne. Habt ihr das gesehen?
Was zur Hölle? Die Zitzen von diesem Schwein bewegen sich, drehen sich. Aber das möchte ich auch mit meinem Brustwarzen können. Oh Gott, das muss ich rausschneiden. So, oh Gott. Alter, So, okay, Entschuldigung. Ich habe gerade Mein ganzer Körper hat sich geschüttelt. Es ist dunkel, vielleicht sind wir gleich wieder My Little Ponies. Ansonsten, ach so, genau, die Modliste. Es ist dunkel, ich wollte eigentlich die Dunkelheit ausnutzen und ein bisschen über die Mods quatschen, die wir dabei haben. Denn die dürfen natürlich auch wenn das Katzengejammer da im Hintergrund sicherlich nervt. Nur ganz kurz, es wird nicht allzu lange dauern. Mit dabei haben wir jetzt im Übrigen die Bedrock. Nein! Bad Ors im Übrigen, nicht Bedrock. Gehst du wohl weg. Bad Ors. Richtig lustig, haben wir schon einige mitgesehen, damit kann man sich in die Luft schießen lassen. Es sind eher Trollerze und weitere Geschichten, damit werden wir sicherlich unseren Spaß noch haben. Dann haben wir noch unter anderem, ich werde wie gesagt ganz kurz durchgehen, dauert nicht lang. Custom Trees ist auch noch erwähnenswert, damit können wir Bäume erzeugen, auch aus kompletten Diamantblöcken. Und das ist natürlich besonders ekelhaft. Damit können wir natürlich uns, ist natürlich viel zu overpowered, ich weiß nicht, ob wir das wirklich machen sollten, aber wir könnten es irgendwann mal schon verfahren probieren. It Fell From The Sky. Eine richtig lustige Mod mit nur einem Block. Habe ich euch auch schon mal in einem anderen Video gezeigt gehabt. Damit können wir ein Schwein erzeugen, welches vom Himmel auf die Erde geschossen kommt. Und das ist so gigantisch, man kann es nicht besiegen und es macht die ganze Welt kaputt. Vielleicht am Ende des Projektes. Dann haben wir noch My Little Pony. Hatten wir auch schon einige Kreaturen gesehen gehabt. Da gibt es im Übrigen auch so eine My Little Pony Ausrüstung. Oh, wie geil, ganz in rosa. Die wollte ich schon immer mal haben. Oh, cool. Kann man sich maximal wahrscheinlich, wenn ihr die haben wollt, wahrscheinlich in der Wendy bestellen. Die haben da sicherlich einige Service-Hotlines und sicherlich einiges da eingerichtet. Also falls ihr sowas haben wollt, einfach mal bei der Wendy schauen. Gibt es eigentlich noch die Wendy? Das ist so ein Pferdemagazin, glaube ich. Mopix Pickaxe, damit können wir Spitzhacken aus allen möglichen Krams erstellen, hier auch aus Kuchen. Warum auch immer? Wieso sollte man mit Kuchen irgendwelche Blöcke zerstören? Verstehe ich nicht. Hier ist diese Erdgeschichte, genau, die hatten wir auch schon gesehen gehabt. Villager Nose, damit können wir quasi die Nasen der Villager abschneiden. Werden wir sicherlich auch zukommen. Und dann haben wir noch die Weird Mobs Mod und wie gesagt, wir werden wahrscheinlich noch einige Mods ergänzen oder auch austauschen. Hier gibt es auch so eine Art Chicken-Truhe. Das ist so lustig. So. Dann haben wir noch einige Mobs. Ihr seht schon, es ruckelt hier alles komplett, denn es werden gerade einige Spawn-Dinger hier generiert von diesen Spawn-Käfigen. Ihr seht es auch schon. Hier zum Beispiel, der sogenannte MySpikeZilla, ein gigantischer Drache. Wir haben einige Mobs hier noch nicht gesehen und ich bin noch relativ froh, dass wir denen noch nicht begegnet sind, weil die sind scheinbar ziemlich overpowered. Was ist das hier eigentlich? Ein Villager-Wither? Was zum Teufel? Oder hier... ein Villager-Ghast. Oh Gott, wir müssen ja auf jeden Fall nochmal in den Nether reisen. Das werden wir sicherlich dann, werden wir sicherlich diese Viecher begutachten. So, ich hoffe, dass es nicht allzu lange gedauert hat. Ich hoffe, dass ihr jetzt immer dabei seid. Ich glaube, auf den Schock gönnen wir uns als erstes mal ein Kekschen. Weil jetzt haben wir uns ein bisschen was auf den Schock, weil wir sind schon ein bisschen verstört hier, weil wir jetzt schon einige Viecher gesehen haben. Demnach ganz kurz mal ein... Hä, wo sind die Kekse? Hier werde ich natürlich direkt zur Hand nehmen. So, und dann werden wir die in uns... Ach nee, wir haben gar keinen Hunger. Es tut mir leid. Ich hatte das gerade irgendwie falsch gesehen gehabt. Irgendwie hatte mein Magen geknurrt. Egal. So, aber das mit den Schweinen hier, dass sich da die Zitzen drehen. Also das ist wirklich, also die Bilder kriege ich gerade nicht. Also ich weiß nicht, da kriege ich sicherlich heute Abend Albträume. So. Ja, da haben wir noch einen feindlichen Villager. Eigentlich, dass wir so eine starke Rüstung haben. Jetzt haben wir nochmal eine Enderperle bekommen. Sollten wir jetzt, wie gesagt, ein Enderman sehen, dann können wir diesen damit bewerfen. Das Problem wird sein, dass wir wahrscheinlich... diese Nacht nicht überleben werden. Das können wir auch nicht abbauen. Mist. Ich würde ja am liebsten mal ganz schnell irgendwie eine neue Spitze... Oh, shit. Mann. Wieso... Oh, diese eine Erdspitzhacke. Wieso funktioniert die nicht richtig? Egal. Wir gucken einfach mal. Da. Moment mal. Wenn wir jetzt ein normales Skelett... Nein! Oh, mein Herz. Mein Herz. An und für sich ist es ja so, dass wir quasi ein Skelett kann ja Pfeile und Knochen spawnen, droppen, Entschuldigung. Das heißt, wir können ein normales Skelett mit einem Pfeil oder einem Knochen abwerfen. Demnach werde ich, glaube ich, versuchen, mal diesen aus der Mod hier, dieses ganz komische Skelett versuche ich jetzt mal zu bekämpfen, in der Hoffnung, dass vielleicht sogar ein Pfeil oder ein Knochen bekommen. Na, guck, werf mal. Guck, hier bin ich. Ah! Na? Hallo. Ah! Ah! Mist. Komm schon, das kann nicht wahr sein. Wie kommen wir... Hä? Egal, wir haben auch einen Knochen und einen Pfeil, wie wir das auch immer gerade geschafft haben. Und jetzt würde ich nochmal am liebsten ganz schnell in eine Höhle abtauchen. Dann wir... Shit, das ist kein normaler Enderman. Das hier ist auch keine normale Spinne. Alter, diese Worte sind so verrückt.
Das ist so eine Mischung aus... Der macht diese Geräusche. Das ist ein Creeper. Haben wir Gunpowder? Wir haben kein Gunpowder. Nein! Nein, das wäre jetzt so genial gewesen. Oh, nö. Warte mal, vielleicht finden wir irgendwie so ein Creeper-Chicken. Weil die droppen auch Gunpowder, habe ich gelesen. Nein, Krümelmonster, du kommst... Da hinten ist einer. Okay, warte. Creeper, renn nicht weg. Mach dich bitte nicht vom Acker. Dich brauche ich noch, ja? Komm mit. Komm. Wahrscheinlich ist er wasserscheu. So, okay, warte mal. Den werde ich jetzt mal ganz kurz bekämpfen, in der Hoffnung, dass Minecraft jetzt nicht abschmiert. So, jetzt haben wir nämlich Gunpowder. Oh Mann, ich bin ja echt gewitzt heute. So, okay, dann ganz kurz mal Gunpowder hier. Ich weiß nicht, ich gehe gerade unter. So, okay, da haben wir wieder den komischen, nicht Elmo. Ich wollte gerade Elmo sagen, dabei ist das ja das Krümelmonster oder so. Kekse, Kekse. Gut, ich habe Kekse in der Tasche, ne? Ich habe es nicht getroffen. Nein, nein, so ein Ärger. Nein, ich habe daneben geworfen. Nein, zählte das trotzdem? Ich glaube nicht, ne? Nein, nein, das da... Mano. Oh, schade. Schade, schade, schade. Egal. Lässt sich, können wir nichts dran ändern. Egal, Mund abwischen, weitermachen. So, okay. Gut, dann werde ich mal verdammt... Ist das hier? Ne, es ist keine Wüste. Das ist dieses komische Osterbiom. So habe ich es genannt, wegen dem komischen Ostergras. So, was habe ich mir denn hier noch notiert? Ja, Wendy hatte ich jetzt... Ach, genau. Und hier ist noch eine Höhle. Sehr schön. Ja, wie... Ich kann leider die Erze... Mit den Erzen kann ich noch nicht so viel machen, denn wir haben keine gescheite Spitzhacke. Können wir vielleicht aus Keksen eine Spitzhacke bauen? Habe ich jetzt noch gar nicht nachgeguckt. Aber falls ihr irgendwelche Mod-Vorschläge habt, die richtig schlecht sind, könnt ihr mir die natürlich übermitteln. Wir spielen hier, wie gesagt, mit der 1.7.10. Und, ja, also, aber es gibt ja so die Ariana Grande Mod und so, die würde ich jetzt nicht nur ungern hier mit hinzufügen, weil mit der hatten wir uns schon auseinandergesetzt gehabt. So, ach guck mal, da sind wieder die geilen Chickens. Und da ist ein Creeper. Haha, ich sehe ihn da. Ja. Was ist das? Was ist das? Ne. Was? Das ist eine Kreuzung aus Chicken und Villager. Kann man eigentlich mit denen tauschen? Die machen Villager-Geräusche. Alter, ganz ehrlich. Ich freue mich jetzt schon, wenn mich wieder die Leute in den Kittel mich abholen. Guck mal, der kann sogar Smaragde droppen. Da! Oh! Und noch einer. Und noch einer. Ach, cool. Nehme ich mal mit. So, okay. Nein, das ist kein Creeper. Oh, nö. Ernsthaft? So, dich werde ich auch mal bekämpfen. Das soll es. Sie haben jetzt ein super Schwert. Ah, der hat aber schon ordentlich Damage gemacht, glaube ich. Alter! Habt ihr diese Bewegung gesehen? Wie geil ist das denn? Alter! ich komm nicht klar. So. Ja, jetzt lass mich in Ruhe. Lass mich. Ich bin gerade am Essen. Also, wer mich beim Essen stört. Nur nochmal, an für sich, ja, auf der Gamescom, wenn ihr mich treffen solltet. Auch wenn ich mich nicht gezeigt habe, was also ziemlich utopisch ist. Aber wenn ihr mich treffen solltet. Und ich bin am Essen. Lasst mich lieber in Ruhe. So. Apropos an und für sich. Gibt's eigentlich auch an und Apfel? Wegen Pfirsich. An und Pfirsich und an und Apfel. Naja. So, gut. Gut, es wird Tag. Wir haben zum ersten Mal eine Nacht überstanden. Was droppst du eigentlich? Robert, Porkchop, warum auch nicht? Hä? Hört ihr das auch? Ich spiele gerade parallel mit meinen Füßen. Da habe ich so ein Keyboard aufgestellt. Das hört man vielleicht. So, ich möchte noch ein bisschen produktiv werden in den letzten paar Minütchen. Und demnach werde ich mal ganz kurz abtauchen. Das Schlimme ist, ich habe jetzt gar nicht auf die Uhr geguckt. Ich weiß nicht, wie lange wir jetzt schon dran sind. Alter, das sieht auch nicht so gesund aus. Sollen wir uns einfach mal hier runterstürzen? Das Problem ist, ich glaube, das ist einfach... Doch, da hinten geht's weiter. Ah! So, Moment. Okay. Gut, was wir jetzt machen können, was ich sogar vorhin nachgeguckt habe, wir können jetzt sämtliche Erze abbauen, denn wir können eine Smaragdspitzhacke zusammenbauen. Yay! Ta-ta-ta-ta! Und damit können wir jetzt hier ein paar Erze ausprobieren. Was ist das denn hier? Hä? Das können wir gar nicht abbauen. Okay. Warum auch nicht? Das ist das normale Eisen. Was bist du? Moment mal. Hatten wir das schon? Ich weiß jetzt noch nicht, welche Erz wir nicht hatten. Ta-ta-ta-ta. Moment. Sind ein bisschen beladen hier. Leder. Wir können die Kühe auch mit Raw Beef abschießen. Raw brauchen wir nicht mehr. Spinnenweben brauchen wir nicht mehr. Die Spinne haben wir auch abgehakt. Das Blümchen brauchen wir nicht. Obwohl, das könnten wir vielleicht irgendeinen Mob irgendwie mitbringen. Vielleicht gibt es hier auch irgendwelche heißen Schnittchen. So, egal. Das war... Was war das jetzt? Habe ich das jetzt eingesammelt? Ja, hier. Das war Explodemite. Das ist ein Skelett! Komm her! Ein normales Vanilla-Skelett! Skelett, ja! Vor allen Dingen Skelett. So, ich hab's getroffen hier. Damit habe ich das abgehakt. Skelett!
Check! Habe ich das eigentlich erwähnt gehabt, dass irgendwer, ich glaube, ich muss gerade mal nachgucken, es war, glaube ich, Gormi124 hat geschrieben, ändert dran, Silberfische, Ozelot und Wölfe droppen nix. Wie wir das also handhaben, ich weiß es noch nicht. Selbiges geht auch für die Fledermäuse. Wir machen das einfach mal spontan. Wir werden einfach erstmal die Sachen abhaken. Wow, was? Das ist ein Spawner! Also, das ist natürlich alles andere als ein Griff ins Klo. Das ist natürlich geil. Das ist natürlich cool, aber da ist keine Kiste oder so. Das ist natürlich schade. So, egal, aber wir haben das schon... Was ist das hier eigentlich? Nein! Wisst ihr, was das für ein Ohr ist? Ihr seht jetzt aktuell nichts. Es ist das sogenannte Website. Es gibt ja einige Ärzte, die mit diesem Eid aufhören. Und demnach gibt es den sogenannten Web-Eid. Also, ne, so ein Website-Erz. Und jetzt hat sich hier so eine Website geöffnet. Wow. Wow. Großartiges Kino. Tolles Tennis. Nein! Villager-Zombie. Warte mal. Irgendwer hat gemeint, den sollten wir eventuell auch abknallen. Aber ich weiß nicht, was droppt denn so ein Villager-Zombie? Rottenflash habe ich jetzt weggeworfen. Warte. Moment mal, aber theoretisch... Nee, weißt du was? Ich werde den jetzt besiegen. Das hat keinen Zweck. Da unten können wir ja nochmal so Villager-Zombie generieren lassen, wenn wir so wollen. So, da hinten ist ein Creeper. Den wollte ich auch noch abknallen. Wir haben nämlich hier Gunpowder, denn das war ja eben gerade nichts. Warte mal, habe ich noch ein paar Fackeln? Habe ich da... Ich glaube, dieser Spawner, den sollte ich irgendwie mal ein bisschen ausleuchten oder so. Und dadurch kommen ziemlich viele Zombies jetzt herbei. So, hat er jetzt... Haben wir den Creeper verscheucht? Das ist ja ziemlich bitter. Da ist auf jeden Fall wieder so ein Hamster. Nein! Da unten war er! Nein! Ich breche ins Essen! Das darf nicht wahr sein! Ich hab den nicht gesehen! Ich war so abgelenkt von diesem komischen Monster da hinten. Ganz ehrlich, das sieht so aus wie meine Mutter irgendwie, wenn sie sauer ist. So, was haben wir denn hier? Rumble. Oh shit. Puff. Ist das irgendwie... Ist das irgendwie ein Ohr, was reden kann oder sowas? Egal, wir kramen uns noch die letzten paar Minuten hier mal durch. Was haben wir hier? Was bist du? Nope. Was? Hä? Das wurde einfach aus meinem Inventar entfernt oder sowas. Hä? Ich kann nicht mehr. Das Projekt macht mich so fertig. Okay, das Ohr kennen wir, glaube ich, schon. Oh, ich habe immer so viel Hunger auf Kekse, aber ganz ehrlich... Dieser Bär, der stört mich da ein bisschen. So, warte mal ganz kurz. Ich werde noch mal ganz kurz... Oh Gott. Warte mal, hier, wo haben wir denn unsere Granatäpfel? Ich habe ja noch ein paar Schuss frei. Guck mal hier, fangen, das ist gesund. Hallo? Bam! So, okay. Ich habe wieder viel zu übersteuert. Und natürlich leid. So, okay. Ja, ihr seht schon, ich werde immer ruhiger. Das ist natürlich immer am Ende einer Folge. So, aber wir haben schon mittlerweile ein bisschen was geschafft. Haben wir jetzt... Kann es sein, dass wir... Doch, wir haben den Tintenfisch und wir haben das Skelett abgehakt, richtig? Richtig. So, dann... Diese komischen Erze hier. Einer hat auch gemeint, wir könnten ja aus Rubin irgendwas bauen, aber das funktioniert nicht. Das hatte ich ja schon mal probiert gehabt. So, was haben wir hier? Hier ist aber auch nichts Besonderes. Das hier habe ich auch noch nicht ausprobiert. Was ist das? Einfach nur Cobblestone, okay. Wahrscheinlich wieder so ein Fake-Cobblestone. Aber dass wir in dieser Folge mal überlebt haben, das grenzt förmlich an ein Wunder. So, aber noch ist die Folge nicht vorbei. Es kann ja noch mal alles Mögliche passieren. Das, hatten wir das jetzt schon? Nopium, ach, das werden wir jetzt wieder verlieren. Da ist das Krümelmonster. Und guck mal, wir haben das echt vor uns weggespielt. Oh, das ist so bescheuert. Krümelmonster, ja, ich habe sogar ein paar Kekse dabei. Aber, ich hätte auch Äpfel sind doch viel gesünder. Hier, probier mal. Zack. Haha, in your face. So. Alter, wir sammeln das die ganze Zeit auf und lassen es wieder fallen, ne? So, wir haben leider keine Kohle mehr. Ich glaube, ich würde sagen, in der nächsten Folge werden wir mal weiter gucken, ob wir vielleicht nochmal einen Creeper finden oder sowas. Ich habe gerade nochmal hier um die Ecke geschaut, hier war aber nichts mehr. Ich hoffe natürlich, dass ihr weiter ein bisschen Spaß habt. Es macht auch immer mir persönlich tierisch Laune und wir werden sicherlich in der nächsten Folge auch neue Mods hier hinzufügen. Und wie gesagt, Entschuldigung, dass diese Folge jetzt ein bisschen später kam. Egal, wird sich vielleicht irgendwann wieder einpendeln. Ich habe aktuell ein paar Schwierigkeiten. Demnach war es von mir. Das war der Lukuba mit der aktuellsten Folge von Minecraft Schmort. Alle Folgen nochmal in der Videobeschreibung. Bis dann und ciao.